ist ja gut, Geräusch. Was haben wir denn hier? Ich liebe das Spiel irgendwie mit diesen Mechanismen. Ich mag das. Auch wenn es sehr kompliziert hier wieder aussieht. Hier liegt was. Wieder mit dem Siegel. 11. Februar. Das haben wir schon. Das haben wir gerade schon gelesen. Okay. Ich dachte, ich könnte das jetzt irgendwie aufklappen oder so, aber... Okay, es ist immer dasselbe, wie es aussieht. Boah, hier ist so viel auf einmal. Kennt man hier mit dem Okular irgendwas? Nee, oder? Der sagt auch nichts dazu. Okay, dann gucken wir mal. Ah, warte mal, das könnte doch irgendwas zum Aufziehen sein. Haben wir ja irgendwo ein Stück, wo wir... Oder so ein... Wo wir den Schlüssel reinstecken können. Ah, guck mal, hier unten. Das sieht ganz danach aus. Könnte ich mal das aufmachen? Ja, sieh mal einer an. Und das Uhrwerk läuft. Ich schätze... Ich muss das hier abnehmen. Es ist so eine kleine Lichtmaschine oder sowas. Vielleicht können wir mit dem Okular was erkennen. Nein. Ich denke, wir brauchen das. Projiziert bestimmt noch irgendwo was hin. Hier oben ist noch was. Komm schon, da steht was. Kann man hier irgendwas drehen, ja? Ah. Wir brauchen Gas. Was? Es riecht verbrannt. Ja, das liegt am Schleifstein. Was haben wir denn da? Wir müssen irgendwo noch Gas aufdrehen oder so. Okay, ich schaue mich mal überall an jeder Ecke um. Also mal hier unten. Auf das Bild extra kann ich auch nicht. Nee, das gehört dazu wahrscheinlich. So, das da kann man auch nichts machen. Hier, oder? Drücken geht nicht, ziehen geht nicht. Was könnten wir jetzt hier noch gebrauchen? Wir brauchen Gas auf jeden Fall. Kann ich das eigentlich wieder zumachen? Muss ich das vielleicht sogar zumachen? Ja, ich kann es nicht mehr zumachen. Ich kann damit gar nichts mehr anfangen gerade. Es sei denn, hier hat sich jetzt drin auch was geändert. Ne, hier sieht es immer noch aus wie vorher. Ah, da steht noch was. Ah, okay, da wäre der letzte... Da unten wäre der letzte Code gewesen. Aber den haben wir ja so, auch so rausgefunden. Das ist immer einfach, wenn einer fehlt, den kann man natürlich probieren rausfinden. Kann ich mit dem Schlüssel irgendwas machen, mit dem großen? Kann ich da hier irgendwas anfangen? Fest verschlossen. Fest verschlossen. Fest verschlossen. Kann den nirgendwo anwenden. Kann ich den hier anwenden? Nein. Hier haben wir auch nur das Rätsel. Ich schaue nochmal überall mit dem Okular durch die Gegend. Vielleicht haben wir irgendwas übersehen. Warum kommt da gerade so ein Herzschlag? Hat das irgendeinen Sinn? Ja, was machen wir denn jetzt am besten? Ich will so wenig wie möglich Tipps oben hier für, benutzen. Guck mal, kann ich hier noch was? Nee, der geht automatisch so an. Wir brauchen noch Buchstaben, um dieses Schloss hier zu knacken. Schau mal hier. Können wir hier zufälligerweise nach oben gucken? Nein, es geht nicht. Kann auch sonst hier nichts mehr machen. Okay, ich kann den noch bewegen. Ich würde hier gerne hingucken. Achso, ich gucke mir vielleicht nochmal einen Brief an. Vielleicht steht da doch noch irgendwas drin.
ist das letzte Element das Null-Element. Es verleiht allem einen Inhalt. 11. Februar, unten 1-7. Aber irgendwie so ein Codewort oder irgendwas findet sich hier nicht. Okay. Nun. Ich denke, bei dem Auge, dass wir das Okular dafür brauchen. Und hier bei dem Fenster. Er ist einfach nur eine andere Farbe, ansonsten ist hier nichts. Ich hätte vielleicht reinzoomen sollen, dann hätte ich die Zahlen vielleicht besser zusammensetzen können. Aber unten die 6 ist echt schwierig, oder? Nee, wäre nicht schwierig gewesen. Hier haben wir die 6, da haben wir die 5, da die 7. Da haben wir den letzten Code, ansonsten haben wir hier nichts mehr. Zumindest nichts, was wir durch das Okular erkennen können. Wir können auch sonst hier nichts mehr machen, oder? Wir haben nur den Schlüssel. Ne, wir können ja gar nichts machen. Das ist also kein Holz hier, sondern nur eine Holzillusion, deswegen glänzt das auch so anders. Können wir nicht draufdrücken. Hier wird der fette Schlüssel wahrscheinlich nicht passen. Hier habe ich es schon ausprobiert. Hier können wir auch nochmal überall den Schlüssel verwenden. Ich weiß nicht, wie oft ich das versuchen muss. Ja, es riecht verbrannt. Ja, das sagtest du bereits. Jaha. Hier muss eine Flamme rein, damit die das Licht erzeugt, um dann hier dieses Bild anzeigen zu können. Hier an der Seite haben wir noch was, aber da komme ich nicht hin. Da. Hier, das müsste ich wahrscheinlich hochziehen. Ich kann da nicht hinklicken. Ist doch doof. Hier, ich muss das wahrscheinlich reindrücken. Hier, da. Guck mal, dieses kleine Pipsel da. Muss ich da vielleicht von dem anderen Winkel? Nee. Mann, was soll das denn? Ich glaube, das brauchen wir hier. Das will aber nicht. Und hier muss noch ein Okular drauf, glaube ich. Irgendwas muss hier drauf. Kann ich diese kleinen Rädchen hier bewegen? Nein. Irgendwas bewegen. Ich dachte, vielleicht komme ich hier runter noch. Aber ich kann hier nichts mehr klicken. Schade. Nun, ah, guck mal, hier ist was drauf. Sieh mal einer an. Na, komm, noch ein Stückchen. Es sieht aus wie ein Miniaturfernrohr. Mal da durchgucken. Sonst haben wir hier nichts bekommen. Okay, hier kann ich da wieder rein. Naja, reindrehen geht nicht mehr. So, das Miniaturfernrohr muss dann wahrscheinlich hier drauf. Nicht. Dann da drauf. Wo könnte jetzt ein Miniaturfernrohr drauf? Hier? Nein. Hier. Weil wir hier dieses Auge haben. Hier auch nicht. Ja, dann bleibt er nur noch hier, oder?
Hä? Guck mal, hier unten haben wir auch noch was. Ein kleines Stück Baumwolle. Es riecht nach Petroleum. Gut, da wissen wir jetzt, wie wir oben die Flamme anbekommen. Ich schaue mir nochmal ganz kurz. Hier unten ist auch nichts anderes. Okay, damit bekommen wir jetzt die Flamme an. Petroleum hier rein und anzünden. Ah, jetzt kommt der Hebel hoch. Na komm. So, jetzt haben wir hier Licht drin. Jetzt fehlt nur noch das Okular. Kann das sein? Komme ich hier rüber? Nein, komme ich nicht. Hier. Oder? Weil hier muss doch, hier haben wir doch dieses Lichtspielbild, ne? Hey, warum will er das nicht haben? Was genau hat das jetzt ausgelöst? Können wir durch das Okular was erkennen? Zeig mal her. Nö, nichts. Was haben wir denn hier? Ist hier, steht hier irgendwas drauf? Irgendwas drauf? Irgendwelche Informationen? Sind... Vor der Aha-Effekt. Okay, jetzt dürfte es, glaube ich, hier drauf passen. Pass auf. Jetzt passt es hier drauf. Jetzt passt es hier drauf. Und auf einmal leuchtet alles. Oh. Ich habe den Eindruck, als hätte ich noch nicht alles gesehen. Ob ich mit dem Okular wohl etwas erkennen kann? Er hat da sein Gesicht zerkratzt, was es irgendwie ein bisschen gruselig macht. Trial. Krass. Er zeigt auch noch drauf. Trial. Caps Lock. Nee, Fragezeichen. Ja, Trial. Oh, und es öffnet sich was, wo wir jetzt wieder drehen können. Hm, so. Ich denke, wir müssen es hier anpassen, oder? Die Striche müssen hier passen. Das muss einmal rum und das muss einmal rum. So. Jetzt ist es richtig, ne? Nicht. Ist das nicht richtig? Ist doch richtig, oder? Hm. Hä? Erkenne ich jetzt hier drin nochmal was anderes? Ah! Krass. Okay, ganz außen, ich denke mal, das muss nach oben. So, dann das. Sieht nach irgendeinem Viech aus. Ist das jetzt richtig? Sehe ich jetzt vielleicht was anderes? Jetzt ist er weg. Ja, Trial, aber warum ist der Mann jetzt weg? Der Gute. Ist das vielleicht einmal falsch rum? Ich weiß es nicht, ich drehe es einfach mal einmal um. Nee, so rum. Ah. Das Türchen habe ich vorhin gar nicht gesehen. Eine Messingplatte. Krass, jetzt nämlich, es hat hier, hier fehlt nämlich was. Pass auf. Jetzt können wir die Messingplatte hier einsetzen. Hier T. R.
Trial. Eines der Siegel hat sich geöffnet. Noch zwei, dann hab ich's. Nun. Was? Okay, warte, das muss ich mir erstmal angucken. Alter. Der Mann muss so genial gewesen sein, der das hier erfunden hat. Was haben wir denn hier? Er ist verschlossen. Oder? Ich kann es nicht rausziehen. Wie geht das auf? Es geht nicht auf. Oder ich kann es nicht aufziehen. Es ist irgendwie fest. Hier haben wir was, wo vielleicht der Schlüssel passen könnte. Die Form stimmt, aber das Loch ist nicht groß genug. Hä? Kann ich hier wieder irgendwas drehen oder so? Ich glaube nicht. Da ist auch ein kleines Türchen oder so. Das passt auch nicht. Ja, bitte sag's. Es ist das Stellrad eines Safes, aber es fehlt ein Teil. Ja, dann suchen wir das mal. Ist hier oben drauf. Ah, guck mal, wahrscheinlich dieselbe Nachricht wieder. 8. Mai. McAllister hat die Abdrücke des Ägypten aus Ägypten hergebracht. Das Grundmuster setzt sich fort. Die Tibeter nennen das Nullelement Raum. Das Spiel heißt The Room. Die Hindus nennen es Äther. Und für die Babylonier ist es ganz einfach oben. Die andere Richtung, das Reich von Ishtar. Noch viel bedeutender ist die ständige Präsenz des Sechsecksymbols. Das gleiche Symbol in unzähligen Kulturen, in unzähligen Jahrhunderten überall auf dem Globus. Wer würde da noch behaupten, alles sei törichter Aberglaube? Sobald ich das erste Destillat in den Händen halte, werden sie mir glauben. Doch vorerst ist die Zahl der Skeptiker um 1 gestiegen. McAllister hat mir die Zusammenarbeit aufgekündigt. Na toll. Ja, wie das mit Leuten immer so ist, neue Sachen werden nie akzeptiert, wenn man es nicht irgendwie beweisen kann, dass sie doch gut sind. Illuminati, würde ich sagen. Aber das, doch, guck mal, es sind so viele Dreiecke drin, das kann nur Illuminati sein. Okay. Dieses Symbol taucht überall auf. Und er forscht daran. Warte. Aber es ist eigentlich auch so ein bisschen Philosophie dabei. Warte, irgendwas hat mich... hier, dieses Nullelement Raum. Einfach nur oben. Äther. Wie es die Kulturen nennen. Aber ist er nicht der Einzige, der es erkannt hat? Ich schaue mal mit dem Okular. Vielleicht sehen wir hier vorne wieder irgendwas. Da haben wir zum Beispiel schon mal einen Code. Hallo. Lass mich mal kurz... Was ist das da? Eine 2 und so ein schlüsselartiges Ding. 5. 2, 5. Gibt es noch irgendwas, wo wir was eingeben können? Außer natürlich hier. Hallo. Es fehlt ein Teil. Okay, ich guck mal ganz kurz, ob wir hier noch irgendwo was öffnen können. Hier oben zum Beispiel. Nicht? Okay. Wieso können wir das nicht aufmachen hier? Das finde ich komisch.
Ich verstehe auch dieses Schloss nicht. Hat das hier Scharniere oder so? Okay, da kann ich ziehen, wie ich will. Okay, dann nicht. Das hier habe ich noch nicht ganz verstanden. Der Schlüssel passt so nach oben. Aber natürlich ist er zu lang. Die Form stimmt, aber das Loch ist nicht groß genug. Denn der, wenn wir uns den hier angucken, ne? Es geht bis hier ungefähr. Ich hoffe, der nimmt den Mauspfeil auf. Bis hier ungefähr passt es. Aber wir brauchen den Rest nicht. Kann ich das irgendwie abmachen da? Komisch.